Hey, willkommen zurück im Horror bei Let's Play Resident Evil 4. Diesmal mit mehr Action. Hoffentlich. Na gut, okay, das wird sowieso als Bonus-Part hochgeladen, von daher. Bin müde. Oh ja. Moment mal, bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Sorry. Weil hier war irgendwo gerade eine Leiter. Na, da. Ja, dann der müssen wir hoch. Ja. Ja, im letzten Part passierte gar nichts. Wenn wir es mal technisch sehen, oder? Ja. Obwohl, für diejenigen, die interessiert, ich habe die ganze Zeit dumm rumgeschossen. Und habe gefailt hier. Habe ich eine Raketenwerfer? Doch, Raketenwerfer einstecken? Wieder die falsche Taste gedrückt, natürlich. Ja, habe ich. Weil das sieht irgendwie so nach Bosstür aus. Wenn wir Glück haben. Kommt erst mal ein bisschen was. Ja, ich weiß, laut Map ist das extrem nervig, was jetzt noch kommt. Na gut, okay, aber wenn du das schnell abackern hier, weil das sieht eigentlich schon straightforward aus. Das sieht aber aus wie so zwei Etagen, bla. Ja, ihr könnt garantiert wieder irgendwie mit Kettenwegen rum. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need three insignias to open it. Schon wieder. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. Pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Mit dem Techbow, ernsthaft? So viel zu der Tür. Noch mehr grünes Kraut. Also langsam kann ich ja sogar anfangen, das Zeug einfach so wegzukombinieren. Ja. Die will ich echt mitnehmen. Nimm eine Brandgranate, da hast du so viele von. Oh, da war. Obwohl, die Brandgranaten sind immer noch schwächer als Handgranaten. Darum, raus. Timer. Immer was. Ich den einfach so umlatzen kann damit. Heil dich mal lieber. Scheint geklappt haben, mehr oder weniger. Und ich habe richtig Schaden gefressen, aber derbe. Okay. Will ich jetzt mal noch hier hochgehen? Blendgranate. Nein, will ich nicht. Brauchst du die MP? Nein, brauche ich nicht. Genau, die coolen Leute kommen ohne aus. Natürlich, brauchst du. Au. Ah, du hast ihm schon mal seinen Helm abgeschossen, seinen Hut. Mit einem Raketenwerfer. Deine Mütze. Penner. Von dir ist das. Ja, hab ich gesehen. Ja. Fucking. Okay. Oder kann ich den Typen erst töten, wenn ich alle Liegen hier eingesammelt habe? Ja. Ja, soll ich ausweichen. Na. Das war Absicht. Ich bin da nicht gestorben, ne? Ich habe zwar sämtliches Heilzeug und sämtliche Munition aufgebraucht, aber ich bin nicht gestorben. Wenn ich jetzt loslasse, werde ich von dem Typen angefallen. Leck.
Pro, Baby. Der ist wie Wesker, der Penner. Ich hasse ihn. Der ist wie Wesker. Und Feige ist er auch noch. Wie Wesker. Hab ich da Raketen da wieder? Nein, natürlich nicht. Aber meine Munition habe ich schon in ihn reingepumpt, komischerweise, ne? Achso, da muss ich einsetzen. Okay. Komisch, aber meine Munition habe ich schon reingepumpt. Lalalalalala. Ey! Komm. Was zum? Hey, das war unfair. Hey, das war jetzt unfair, oder? Warum? Ja, weil schon eine Sequenz unterbrochen wurde. Ah ne, sag bloß. Damit kann ich nicht rechnen. Was ist denn jetzt überhaupt? Bin jetzt hier. Einen im Norden, einen im Süden, einen. Hä? Ach so, hier geht's lang. Rennst du einmal rum? Basecamper. Ich hatte diesen Penner. Ja, ja. Warum gehst du nicht nochmal zurück? Du bist falsch gegangen. Ja, bin ich ja gerade auf dem Weg. Nein! Nicht? Geh zurück. Ja. Sei mein Navi. Jetzt gehst du da rechts. Dann geradeaus. Ach, da geht's runter? Ja, ich frag mich schon, warum du nach links gegangen und da drum herumgelaufen bist, weil da oben dürfte in den Sieg mehr sein. Naja, da oben dürfte eine sein, die aus dem Norden, oder? Ich bin dein Navi. Du bist eigentlich schon fast tot, sind der Typ. Du restoring Umbrella. To bring order and balance to this insane world of ours. Ach so. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Jetzt muss ich gegen ihn kämpfen, oder was? Ist ja lame. Oh, ich hab jetzt gar nicht das Weiter. Wer? Hab ich. Ja, das war irgendwie klar, oder? Klar, was du damit jetzt machen musst, oder? Ja, da drauf schieben, oder? Andersrum. Nee, ich glaube, der kann auch ziehen. Nein. Wahrscheinlich würde mich jetzt noch nerven, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Mal gucken. Ich bin nicht ganz so redendumm. Ziemlich, aber nicht ganz. Natürlich. Natürlich fehlt ein Millimeter. Ah! Vielleicht irgendwas. Munition. 20 Schuss, ne? Ah! Na dann. Gehen wir aber hier lang.
La 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 la, es ist gerade irgendwie so mega spannend. Weiß ich, bin ich vielleicht etwas zu schweigsam? Nein, du musst dich auch konzentrieren. Ja, aber. Ich glaube, ich werde sie werfen. Nee, ich glaube, die explodieren, wenn ich die nämlich berühre. Habe ich nicht gesagt. Na ja gut, ist egal, Englisch ist okay. Ach, boom, danke. Heil dich. Erstmal noch gucken. Kommt schon 6 Stück davon. Der mit Endgame nur? Nein. Wie ist das? Keine Ahnung. Das klingt aber wie eine Ente. Das ist aber nicht. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Wieso kann ich jetzt antworten im QTE-Event? Schlecht gerade. Noch ein gelbes Kraut, toll. Hast du jetzt nicht schon dreimal das letzte gelbe Kraut im Spiel eingesammelt? Puh. Aber gut, dass ich es nicht benutzt habe. Hiervon. Ich sagte, ich müsste. So. Jetzt sammelst du die ein und dann geht's los. Der letzte Kampf gegen Crowler. Adler! Alter ihr! Alter Adler. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Das Blut oder Farbe in seinem Gesicht? Normal würde ich sagen Farbe im Hinblick auf die ganzen Typen sein Blut. Ich glaube, ich muss mal Raketenwerfer schonen. Ich will mal Raketenwerfer wieder haben. Ja. Zieh auf seine Füße. Ja, weil er gleich seinen Flügelarm da als Schutzschild benutzt. An den Füßen ist er noch verwundbar. Und wenn er umfällt, kannst du richtig auf ihn schießen. Obwohl ich zugeben muss, der Arm ist irgendwie cool. Ja, also er hat sich jetzt nicht ganz so verändert. Er sieht nicht ganz so eklig aus. Jetzt musst du mal Raketenwerfer wieder haben. Er hätte bestimmt einmal so auf sie drauf geschossen, dann wäre es gewesen. Über die Magnum nehmen? Ich hab ja keine Munition mehr für die Magnum. Doch, jetzt. Da ist wieder welche. Oh ja, 3 Schuss. Seid lang. Sag's doch, seid lang. Oh ja. Knie nieder, du Bastard. Schlange. Du sagst ja nie was! Ja, ich weiß. Verwende das am besten gleich. Ich bin ja noch im grünen Bereich. Krauser, was ist passiert? Du warst doch mal so nett. Und da oben läuft der Timer, weil der Turm gleich explodiert. Oh, mein Gott. Läuft halt ein Timer, ne? Weißt du, wo du hin willst? Klar. Dein Yavi nehme ich nicht. Hä? Achso, ja, stimmt. Da war ja was. Achso, okay. Shortcut. So ungefähr. Ja, ich stehe sogar direkt davor. Sag ich doch.
fehlen Teile. Ding. Wieso jetzt dieses Menü? Irgendwie habe ich das größte Problem damit, dieses Menü ständig aufzurufen. Ja, toll, zwei Türen. Hey, geschafft, immerhin. Siebenmal draufgegangen, scheiße. Oh, scheiße. Wenn ich doch wüsste, um was wir gewettet haben. Ja? Ich bin ja dafür, ne? Ja, er öfter gestorben ist, als ich muss ein Wimmelbildspiel spielen, dass auch das auf meine Kosten geht, versteht sich. Ich kann keine Wimmelbilder spielen. Ich weiß. So, jetzt, genau. Wir speichern nicht nochmal, wir haben jetzt gerade gespeichert. Nein, aber da kann ich den Part beenden, weil wir sind bei 15 Minuten. Deswegen sag ich ja. Juhu, das war doch unterhaltsam. Ja, klar. Waffe wechseln. Wenn man den Inventar irgendwie mal aufräumen. Das mach ich gleich offscreen. Also. Wir machen das offscreen. Ich mach gar nichts. Ja, du sitzt einfach nur da und spielst mit Brillenputztüchern. Okay. Bis zum nächsten Mal. Also, haut rein und baut keinen Mist. Tschüss.